Go. Hallo, liebe WoW-Freunde, liebe Let's Play-Freunde und Gameplay-Freunde und keine Ahnung, wer noch alles zuschaut. Hier sind wir wieder, die lustigen drei aller vier und keine Ahnung, ja, mit einmal. Oh, ich muss wieder aufstehen. Belgien und Gegner, ja, und natürlich von mir hier, Bomlia. Und ja, damit übergebe ich das Zepter an diejenige, die hier die Krone trägt. Dankeschön. Hallo zusammen. Hallöchen, Leute. Ja, da sind wir. Wir haben heute mal dem Bomlia die Ansprache aufgedrückt. Genau. Ja? Er war gar nicht so begeistert, aber ist doch cool geworden, Mensch. Ich schwitze. Geilo. Ach, cool. Das ist so, bist du ein alter Profi. Also, Leute. Nee, gehabt euch wohl. Wir sind wieder da. Da drei Gestirn hier, die drei lustigen vier und überhaupt die drei von der Tankstelle. Die drei Damen überhaupt. Vom Grill. Also ich möchte das nicht. Nein, ich möchte nicht. Was müssen wir denn machen? Wir müssen noch zu den Westen. Zeichen von Agonar, ja. Ne? Westen. Ja, wir müssen Agonars Verderbnis entfernen und wir haben dann hier noch irgendwie die Nummer 1 bei mir ist Höllenfeuerbefestigung. Ah nee, Quatsch, das ist ja PvP. Ja, dann haben wir hier noch 3, 4, 5, 6, den ganzen Rotz. Die Arakoa-Bedrohung und so. Oder wie heißen die? Doch, so. Arakoa-Bedrohung. Sollen wir mal zu den Teichen da gehen? Ja, ja, wir hatten ja die Krone auf. Ich. Du, na dann gib Gummi. Wir können alle fliegen, ne? Ah, super. Jo. Immer noch, ja. Alle aufs Flugmoped. Ah, geilomat. Leute, es ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich grüße euch nochmal ganz herzlich. Wen uns oder jetzt die da draußen? Die da draußen, alle Manje. So und ja, nee. Es ist Montag. Ja. Die Woche stimmt, hat, es ist ja erst Montag. Genau, die Woche hat wieder angefangen, so eine Scheiße. Der Sonntag ging viel zu schnell um. Jo. Oh, fliege ich wie denn? Wie das so ist mit dem Sonntag. Der Sonntag ist ein launisch Ding. Ja, der Sonntag ist ein launisch Ding. Wir müssen hier zur Verderbnis von Agonar, zu den Typen hier unten, zu die grünen Giftköpfe. Schon wieder? Da waren wir doch letztens erst. Und hier so, ne? So. Ach da, tatsächlich. Müssen wir... So, oder? Was? Ja. Und jetzt müssen jetzt wir müssen hier... Jetzt müssen wir... Warte mal, da. Boah, Alter, zeigt ihr mir das nicht mehr an hier mit dem ganzen Kacken, guck mal, da, oder? Guck mal, da ist einer. Narren, ihr wagt... Narren, ihr wagtet die Gegenwart meines Vaters abzuschwören. Der Tod Vater, erfolgt. Deine Mutter. Deine Mutter, genau. Wo renn ich denn hin? Das war's. Huch, der ist schon tot. Ach Gott, yep. Was war das denn? Wir können weiter. Okay. So, dann machen wir die zwei, die Arakoa-Bedrohung. Die ist ja hier so einmal quer durchs Gehöft. Arakoa. Die ist bei mir auf Nummer 2. Oder sollen wir erstmal einen Rundblick einnehmen? Weil da sind nämlich jetzt schon, einer ist auf Rot, einer auf Grau. Was meint er? Das liegt nämlich direkt vor uns. Machen wir. Okay. Ja, Zwiebelpeter ist nicht so begeistert von PvP, ne? Ich finde PvP voll scheiße. Das ist auch kein direktes PvP, es ist nur ein kurzes Einnehmen und dann ist auch schon wieder Feierabend. War das nicht mal früher PvP so richtig mit Fresse hauen und so? Ja, nee, ist immer noch. Nein, ist nicht immer noch so. Wie, wenn du das einnimmst es und... Ihr müsst jetzt nur auf PvP gehen, also euch auf PvP schalten, Spieler gegen Spieler aktiviert. Ne, mit Rechtsklick auf euer Icon und da. Ja, und da waren sie wieder, meine Probleme. Ach scheiße, ja, da war ja was. Vielleicht geht's auch automatisch. Ne, wobei, bei dir ist es egal, solange nur einer von uns PvP eingeschaltet ist, dann passt das. Ja, nee, ich meine, wenn wir hier mit drei Mann stehen, da kommt sowieso keiner an. Also bei mir heißt es, ihr müsst für den PvP-Kampf markiert sein. Ja, das wird wahrscheinlich auch schon passen. Also wir müssen jetzt hier einfach nur stehen, warten, bis die Flagge auf Allianz umswitcht und eben halt aufpassen, dass da kein Hordler kommt. Ja, wenn da jetzt ein Hordler kommt, der macht eh nicht viel gegen uns. Na, wenn es ein 90er ist, schon. Ach. Ja. Müssen wir gleich mal gucken, ob das dann auch für Gegner zählt. So, dann können wir nämlich auch gleich direkt den Rundblick machen. Der ist nämlich grau. Und sonst so? Nee, wir sind am Rundblick, ne? Nee, gar nicht wahr. Nee, wir sind im Stadion. Ja, richtig. Genau, wir sind im Stadion. Ja, irgendwie habe ich hier fehlt mir noch irgendwie was von meinen komischen Goldpaws UI hier, weil irgendwie
Hat von deinen Goldpornos? Ja, genau. Mhm. Da fehlt mir noch welche für die Sammlung. Ja, und von daher. Na, ich muss auch mal die nächsten Tage in Ruhe gucken. Wie deiner Pornosammlung? Mit den, ja, genau, meiner Pornosammlung. Aha. Okay, da läuft alles. War nochmal gerade umswitchen auf ein X-Split. Auf ein X-Split. Da meinte Nico, erkennt er sich so gut mit aus. Was womit? Hä? Pornos. Kein Kommentar. Also ich sag mal so, ich weiß mittlerweile, dass am Ende nie geheiratet wird. Genau. Happy End ist Auslegungssache. So, passiert hier heute noch was? Oder? Ja, gleich. Naja, wir sind gleich soweit. Tickt da bei euch irgendwie was runter, oder? So, jetzt. Ah, jetzt. Hat's gezählt? Okay. Ja. Sehr okay, schön. Dann gehen wir direkt weiter zum nächsten. Die Trümmerbastion. So. So, wir müssen aufpassen. Ich glaube, hier oder da auf der anderen Stelle war ein Hortler unterwegs. Ich weiß es nicht. Okay. Einer von denen wurde nämlich gerade übernommen. Ich glaube, da war der andere oben. Das war der Rundblick, der vorhin oben war. Der ist jetzt, der Hortler ist jetzt wieder im Stadion. Der Rundblick, ja, steht ja auch da. Was ist denn das für ein... Hast du den gesehen, was das für einer ist, vom Level her? Nö. Der war ja im Rundblick. Wir sind jetzt in der Trümmerbastion. Genau, aber das Stadion ist jetzt eben auch schon wieder neutral. Also da wird der wahrscheinlich sich gerade breit machen. Ja. Jo. Hat wahrscheinlich auch keinen Bock, sich zu kloppen. Ja, darum geht's ja nicht. Ja? Ja? Macht er der ja auch nicht zum Spaß. Guck mal, ich kann genau mit dem... Ganz schön deine Köpfe da mit links und rechts, ja. Ja, wie willst du dich sonst in der Mitte von den beiden Hälsen kratzen? Geht ja auch sonst nicht. Mhm. Dafür wurde PvP eigentlich erfunden, beziehungsweise so eine Fahnenmasten. Ja, genau für mein Reittier, ne? Ja, dass sich Drachen da mal die Halsmitte schubbern können. Geil. So. Weiß man doch. Ey, ich muss noch kurz eben fragen, wie weit seid ihr eigentlich im Levelbereich? Also jetzt auf eurer 64, wie viel Prozent? 43 Prozent. 90. Oh, ja, hast du wieder, Blumen gepflückt ohne Ende, wa? Nee, ich habe zwischendrin nichts gemacht. Aber nein, ihr habt da schon recht. Ich kriege ja durch die Blümchen halt auch ein bisschen was immer, ne? Ja, Bomlier, wie viel haben Sie denn? Ich bin bei 64 mit 51 Prozent. Also ich habe auch ein bisschen aufgeholt mit Kochkunst-Daily, Angel-Daily und nochmal ein bisschen Bergbau. Weil ich hing da, glaube ich, anderthalb Level hinter und jetzt passt das ja jetzt ein bisschen. Okay. Sind wir dann ja ein bisschen im Levelbereich. Ja, und ich würde mal sagen, Blümchen pflücken ist jetzt erstmal nicht, ne? So von wegen Blume, das ist nicht mehr drin. Wieso ist das nicht mehr drin? Wenn ich eine Blume sehe, dann bin ich da. Ja, du kannst dich auch mal dran erfreuen, ohne diese Blume zu töten, indem du sie einfach mal abreißt. Ich töte sie ja nicht. Ja klar, du kochst sie nachher sogar aus. Zerreibst sie, trocknest sie, kochst sie. Also, brutaler geht's ja wohl nicht. Nö, ich fress die pur, wie die Zwiebel. Ja, oh, das war geil. Ach, oh, das. Die hat mein Cousin gefressen. Da merkt ihr nicht viel von die Blume, ey. Hat die Zwiebel auch nicht. So. Wo ist denn jetzt dieser Hortler hier eigentlich? Ach so, wir müssen es so. Ach, ich hab die Quest schon wieder völlig verpeilt, ey. Wir müssen das ja nur jeweils einmal einnehmen, ne? Richtig. Wir müssen uns ja hier nicht betteln. Ne, wir müssen hier nur einmal hier. Ja, du musst dich nur betteln, wenn hier einer vorbeikommt. Hier, wir machen hier so ein Street Battle. Da mounte doch mal ab, du Wieso Kleiner. Sind wir denn jetzt vier? Achso, da kommt noch einer an. Ja, genau. So ein Gnom. Genau, ich dachte schon gerade, wer ist das denn jetzt, ey? Kalinka, ja. Wir betteln das im Tanzen aus hier. Oh, ein Domine. Da kommt noch einer an. Noch ein. Nachtelfe, passt. Wunderbar. Das geht dann noch schneller. Ja, wir buffen alle mal eine Runde durch. Wer hat den schönsten, größten Buff? Ich.
Das kann sein, ja. Hier, ich mache noch ein bisschen Effektshow. Yeah. Beautiful. Beautiful. Ja, mein, das ist so beautiful. Ach so, ja. Guck mal, oder es regnet. Ich bin so nass. Aber wenn ich das sage, hört sich dann irgendwie total falsch an, ey. Nein, ein wenig. Nein, es hört sich richtig an. Es ist nur der falsche Zeitpunkt. Ich weiß. Ja, auch wieder wahr. Okay. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Gedanken nachher nicht ins Bett gehe. Nicht? Nein. Nee. Nein. Will ich nicht. Nein. Kriegst du wieder unruhige Träume, meinst du? Somit, dass die Bettdecke wieder zufällig jetzt runterrutscht. Genau, jetzt weiß ich ja, warum die immer runterrutscht. Jetzt weiß ich's. Ja, wenn ja, du da so ein so. Zelt baust, ey, kein Wunder. Also, Respekt, ja, wenn nicht so. Was? Vielleicht, da kriegst du wahrscheinlich auch nichts mehr mit, wenn dann so 8 Liter Blut versacken von den 7, die man so hat. Deswegen bin ich auch immer so benommen. Jetzt raff ich's erst, ja, alles klar. Respekt. Du musst ja auch eine Zwiebel essen, dann kannst du doppelte Menge Blut produzieren. Aha. Aha. Ja? Ist auch mal so ein geiler Kommentar. Aha. So, was machen wir jetzt eigentlich? Gehen wir jetzt mal zur 1, die Arakoa, oder was machen wir? Arakoa-Bedrohung, da unten beim Haschellbau. Ja. Also die 1 bei mir. Ich weiß nicht, was bei euch ist. Das ist bei mir die 4. Aha. Die 4 ist bei mir. Relikte von Shannar. Ja, wir sollten uns dann schon nach den Quest-Namen dann orientieren. Das bringt nichts nach den Zahlen. Das ist eine gute Idee. Nein, ja. Da hast du vollkommen recht. Die Arakoa-Bedrohung. Windspeer und Krallenwachen. Das sind doch diese komischen Papageien. Vögel da, ja. Oh cool, ich habe eine Packung JS11. Trill dabei mit JS11. Lernen sie noch sprechen und singen. Ja. Oh, Blume! Oh. Oh Gott! Scheiße, jetzt bin ich vorbeigeflogen. Fuck. Blume! Da hinten. Da hinten. Oh Gott, nee, du. Ja. Ja, das ist der Aufreger pur, ne? Ich würde mal sagen, Zwiebelchen. Ich muss mal sortieren. Dass du dann wohl auch mal so Koch-Dailies und Angel-Dailies machen solltest. So wegen Aufholen und so. Richtig, allein schon damit du. Ja, damit unser Tag nicht gleich ganz so abhaut. Ja. Oh, die geben Stoff. Mhm. Good to know. Die geben richtig gut Stoff, die Jungs. Hammer. Ja, die haben keine Zeitung für einen Käfig, da legen sie es mit Stoff aus, ist klar, ne? Jo. Die heißen alle Hansi und Bubi. Und Bubi? Ja, na klar. Bubi! Oh, Mama, Bubi ist von der Stange gefallen. Bubi ist schlecht. Oh, Bubi ist tot. Ups. Bubi kommt jetzt im Vogelhimmel. Er hat ausgeschissen. So, die Wasserflasche brauchen wir nicht mehr. Hier müssen wir auch noch rum, ne? Ja. Ja, irgendwas müssen wir noch mal den kleinen Vögeln, glaube ich, machen. Mit denen. Ach ja. Kaklimatrich. Wir müssen hier weiter vögeln. So. Quasi. Ja. Hier, die Eier. Wir kommen jetzt vom Vögeln zu den Eiern. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sollten hier eine Jugendsperre auf die Folge setzen. Also, finde ich aber komisch. Ich bin gespannt, wie ich das hinkriege, dass ich mein Porträt wieder habe, also meine Anzeige da. Finde ich schon ein bisschen seltsam. Hier sind noch mehr Eiers. Jojo. Müssen wir diese Typen hier nicht irgendwie befreien oder war das eine Mission später? Ich glaube, das kommt noch. Okay. Fakt ist jedenfalls, wir haben hier Hortler-Besuch. Was? Und wir sind PvP getaggt. Ach, wir müssen nochmal auf umtaggen. Spieler von Dings. So. Ja, ich kann das nicht. Der hier oder was? Nee, das ist kein Hotler. Oder? Das ist ein Blutelfe und ein Taucher. Hab ich nicht gesehen. Das war ein Hotler.
Ja. Warte mal, stopp, stopp, Quest lesen, die drei. Krallenwache müssen wir noch drin. Krallenwache, okay. Das sind quasi die, die schon tot sind. Gut. Braucht man denn noch so ein Kalamari-Nest? Nee, ne? Kalamari-Nest? Boah, könnt ihr auch mal wieder essen. Hier hinten ist noch eine, hier hinten ist noch eine, hier hinten ist noch eine. Guck, 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 guck. Hallo? So, da. Ich bin jetzt... Ja, ich bin jetzt den blauen hinterher. Ja, immer den pinken hinterher. Ja, auf jeden Fall. So. Ach, das war's schon. Das war's schon, ja. So, Ruf auf den Gaul. Dann können wir jetzt zu den tobenden Felssetzern. Richtig. Exakter Mundo. Blume. Ach Gott, was Willen, ey. Du fliegst in die falsche Richtung übrigens, ne? Naja, ist mir egal, ist eine Blume. Geht um die Blume. Ich find schon mal. Hier oben. Hier, also hier ist das Lager. Wollen wir hier gleich mal eine Quest abgeben, wo wir schon mal hier dran vorbeikommen? Ja. Ach so, hier bei den zwei Humpies, ne? Grüße. Jo, bei den Balken. Bei den Bros. Jo. Ach hier. Nethergarde Bitter müssen wir noch kaufen, ne? Ach ja, warte mal, stopp. Richtig, das habe ich für euch noch besorgt. Moment. Echt? Ja, habe ich. Hier. Ey, der denkt mit der Nico, das ist ein Knaller. Fantastische Arbeit, Belgien. Ich ernenne euch hiermit zum Lager Langbart ehrenhalber. Bleibt noch ein Weilchen und trinkt was mit uns. Mögen eure Reisen sicher sein. Können wir gleich nochmal zurück und diese komischen Kalri-Federn holen. Übrigens, ich gucke auch keine Uhr, ja? Also ich, Ich schon. Also wir sind jetzt, glaube ich, bei... Ich hab 15. Gut. Immer Pause. Ungefähr 15. Ja, so ein Gigabyte habe ich jetzt. 1,2 ungefähr. Von daher. Also wir sind um Viertel nach, sind wir ungefähr angefangen. Das heißt, wir machen jetzt noch bis... Ja, ich sag mal maximal 20 vor. Ja, oder wir lassen laufen und schneiden dann nachher einfach. Cutten dann einfach. Können wir auch... Ach, guck mal, hier ist schon einer von den Kollegen. Hä? Ja, wir müssen dann nochmal zurück und die Federn da besorgen. Das ist wieder eine andere Quest. Da, wo wir eben waren und die Hansi und Bubi gelegt haben, da können wir noch, müssen wir Federn sammeln und... Ach, warte mal eben, warte. Hier ist unten noch bei einer. Denen. Halt. Was kann ich für euch tun? Ach so, hier, Mürrens Vertrauen erlangen, ja, mit dem Bitter. Super. Ach so, und dann hat er die neue dabei. Ja. Bleib sauber. Okay, ich komm. Ich komm. Also, hier gibt es die Federn, glaube ich. Ach. Ach so, mit die kleinen, ne? Ja. Sind die ganzen... Da oben sind die. Kommt mal hier hoch, bitte. Also, wir sind... Wir brauchen feinste Daunen. Und die gibt es bei denen hier. Bei den kleinen... Ja, jo. Bis an. So. Super, hier bei denen auch. Alri-Federn. Bei den kleinen Eiersäcken hier. Oh. Oh, hier ist noch was. Ich schaue eine Feder. 2 von 8. Ja. Oh, 2 von 8. Hier unten sind auch noch ein Vogel. Oder droppen die Typen die auch? Ich gehe mal kurz hier rüber. Vielleicht ist hier noch was. Können wir auch einzeln. Nee, nur die. Ich glaube, das sind nur die kleinen. Nur die Vögel. Ja. Mhm. Hier ist er denn, das ist ein Vogel. Hier sind 2 Vögel. Oh, und ich habe eine Quest gekriegt. Geil. Muss ich gleich mal gucken, ob ich die teilen kann. Wo hast du die denn jetzt her? War ein Drop? Die habe ich auch. Ja, genau. Die habe ich hier bei dem Typen... Oh, es geht mein Licht hier aus. Die habe ich hier bei den Typen gekriegt. Avrus Kugel. Annehmen. Habt ihr die auch? Jo. Avrus Kugel. Okay, super. Dann hier hinten ist auch noch so ein... Piepmanns. War so ein Piepmanns. Bitte. Ich habe jetzt 6 von 8. Voll.
Ich auch. Ich auch. Hier ist noch so ein großer. Boah, wie die alle sterben, wie die fliegen, ne? Jo. Wie die Maden, was sie auch sind. 7 von 8. Mhm. Und dann lass uns mal runtergehen kurz. Oh, jetzt hast du den einen hier gerade. Ja, du hast den gerade deinen Vogel kaputt gemacht. Ja, ich hab dir mal einen Vogel gezeigt. Da springt so runter hier. Todesmutig. Aber hallo. Oh, ja. Danke. Oh, das gibt wieder Feinstöffchen hier. Feinstöffchen. Guck mal, hier hinten liegt auch noch was in die Eiersäcke. Jetzt kommt mein 8-Bit-Sound wieder. Jetzt hast du schön. Yeah, 8-Bit-Sound, ja. Baby. Also kannst du aber nicht mehr. Geile Scheiße. Ja, hört ihr mich noch? Okay, jetzt sollen wir über mich mal kurz abhören. Okay, dann. Ja, warte, lass uns doch eben kurz hier einmal. Das sollte sich jetzt wieder erholen, mach ich. Oh, für die letzte Stunde. Wie du hörst, da gibt's hier. Ja, Spinmodel funktioniert einmal fein und dann geben wir mal hin. Wir sind dann in der nächsten Folge wieder da. Schön, dass ihr dabei wart und wir sagen alle Tschüss. 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 So.